Detektivbüro Lasse Maja. Von Martin Wittmark. Gelesen von Jens Wawritschek. Eine Produktion der Hörkompanie. Die Geschichten spielen in einer kleinen Stadt in Schweden namens Valleby, in der fast jeder jeden kennt und wo mitten im Ort die Kirche steht. Die Hauptpersonen, Lasse und Maja, gehen in die gleiche Klasse und betreiben gemeinsam ein Detektivbüro. Das Mumiengeheimnis. Maja kommt über die Straße gerannt und wedelt aufgeregt mit dem Vallebyblatt der Stadtzeitung in der Luft. Die Spatzen, die gerade die Krümel unter den Kaffeetischen aufpicken wollten, flattern erschrocken auf. »Guck dir das an, Lasse! Endlich passiert wieder was!« ruft sie atemlos. Lasse setzt sich auf die Stuhlkante und wirft einen Blick auf die Zeitung, die Maja vor ihn auf den Tisch legt. Bildraub im Museum. Ist das die Rache der Mumie? Der Nachtwächter Christa Ahorn, der nach den Ereignissen noch unter Schock steht, erzählt dem Reporter vom Vallebyblatt, dass er mit eigenen Augen gesehen hat, wie die Mumie im Morgengrauen aufgestanden und herumspaziert ist. Bei Eintreffen der Polizei wurde entdeckt, dass das wertvollste Gemälde des Museums gestohlen wurde. Und die Mumie stand wieder an ihrem gewohnten Platz in dem aufgerichteten Sarkophag. Das Museum verspricht demjenigen, der zum Fund des Gemäldes beiträgt, 10.000 Kronen als Belohnung. Mehr dazu auf Seite 10. »Christa Ahorn«, ruft Maja, »mit dem spielt Papa nachmittags manchmal Golf.« Maja und Lasse schlagen neugierig die Seite 10 auf. Dort ist zu lesen, dass der Nachtwächter nachts den Ausstellungssaal bewacht, in dem sich die wertvollsten Ausstellungsstücke des Museums befinden. Die Tür zu dem Raum schließt er immer von innen ab, wenn er seinen Dienst antritt. Christa Ahorn hatte seine Arbeit wie immer um 8 Uhr abends begonnen und meint, dass die Nacht ganz ruhig war. Aber dann, morgens um 9:15, bei seiner letzten Runde, ehe er nach Hause gehen wollte, sah er plötzlich, wie die Mumie aus ihrem Sarkophag stieg und im Saal herumlief.